Das ist natürlich immer schwierig, so eine Frage, da muss man erst einmal ziemlich in sich selber reinschauen und reinhören. Ich glaube, von Anfang an, als das Projekt aufgekommen ist, habe ich das irgendwie schon verfolgt. Und am Anfang, als das Projekt kommuniziert wurde, war ja zunächst einmal nur gedacht, ja, man muss was für den schnellen Durchgangsverkehr tun. Und es war eigentlich alles noch ganz anders, wie das jetzt heute geplant ist. Und von daher hätte man vielleicht denken können, ja, das hört sich vielleicht einmal gar nicht schlecht an, den schnellen Durchgangsverkehr noch beschleunigen, die Vorzüge, die man bisher in den Nahverkehr hat, vielleicht mit beibehalten zu können. Jetzt hat sich das allerdings gewandelt, gerade in den letzten Jahren, die Umplanung, wie das alles erfolgt ist, da hat man schon gesehen, ah ja, das gibt eigentlich, geht in eine Richtung, die ich dann nicht mehr für so gut gehalten habe. Und mit der Zeit hat sich das immer stärker gefestigt. Und richtig dazugekommen bin ich eigentlich erst, wo man gesehen hat, ja jetzt, nachdem das Projekt ja auch mal eingeschlafen war, jetzt wird es plötzlich wiederbelebt, jetzt wird man das ja nicht mehr los. Und da ist man erst richtig dazugekommen. Das ist auch das, was man immer wieder hört, von wegen, warum habt ihr euch 14 Jahre nicht gemeldet? Man hat einfach gedacht, das schläft ein, das macht man ja dann sowieso nicht. Nein, es ist so, ich komme eigentlich aus einer anderen Richtung. Ich habe Physik studiert und im Rahmen meiner Arbeit in der Physik habe ich auch sehr viel mit Simulationen zu tun. Ich habe Computersimulationen, macht man ja nicht nur jetzt in den Ingenieursbereichen oder bei der Bahn, wenn man irgendwelche neue Strecken im Modell erst einmal im Computer testet, sondern das macht man auch in der Physik, wenn man zu komplexe, zu komplizierte physikalische Zusammenhänge hat, wo man die physikalischen Gleichungen nicht mehr lösen kann. Da arbeitet man dann auch mit solchen Simulationen weiter und auch da ist es Tagesgeschäft. Wir haben in der Sitzung dargestellt, dass die Einteilung der Heilquellenschutzzonen nicht so mit unserem geologischen Grundverständnis erklärbar war, wie das nach außen hin immer kommuniziert wurde. Ja, natürlich, es gehörte dazu. Es gibt ja in Stuttgart mehrere Schutzzonen für das Heilwasser, so ähnlich wie man auch Wasserschutzgebiete ausweist. Und man hat in Stuttgart drei Schutzzonen eingeteilt, die neben dem Heilquellenschutzgebiet, also dem Aufstiegsgebiet in Bad Cannstatt, als Kernzone mit dem höchsten Schutz. Die Kernzone reicht auch durch den unteren Schlossgarten bis komischerweise genau zum mittleren Schlossgarten, ist dann da unterbrochen und ist dann im oberen Schlossgarten fortgesetzt. Das andere ist die zweite Stufe, die Innenzone, also da, wo jetzt das Mineralwasser nicht ganz unmittelbar gefährdet ist, da soll angeblich dann noch eine Dichtschicht drüber sein und die schützt dann das Mineralwasser noch vor unkontrolliertem und unbeabsichtigtem Aufstieg oder schirmt es noch vor Baumaßnahmen ab. Und dann gibt es noch eine Außenzone, wo man sagt, das ist jetzt der äußere Einzugsgebiet, so grob, und da muss man schon ein bisschen drauf aufpassen, dass man keine besonderen Schadstoffe einbringt. Gut, im Detail, die Heilquellenschutzverordnung sieht dann unterschiedliche Stufen von Verboten und Auflagen vor, was man bautechnisch mit dem Untergrund machen darf und was man mit dem Grundwasser machen darf. Die Kernzone ist das, die Zone des größten Heilquellenschutzes. Da sind unmittelbare Bewirtschaftungsmaßnahmen immer sehr starken Auflagen verbunden und viele Grundwassermaßnahmen oder auch Freilegen von großen flächenhaften Baugruben sind ganz verboten. Da muss man jetzt sehr weit ausholen mit der erhöhten Genehmigung. Es wird ja immer argumentiert, das sei eine rein wasserrechtliche Geschichte. Wir haben doppelt so viel Wasser, also pumpen wir doppelt so viel Wasser weg und damit ist der Fall erledigt. Wenn Sie tiefer reingehen, müssen Sie das allerdings anders angehen. Und zwar gibt es ja nicht nur die Heilquellenschutzverordnung, es gibt ja auch Bauvorschriften. Sie müssen, wenn Sie eine Grundwasserabsenkung machen, ja immer nachweisen, dass Ihr Grundwasser
diese Maßnahme für die umliegende Bebauung unbedenklich ist. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt einem Gebäude das Wasser im Boden unter dem Fundament entziehen, dann kann sich der Boden besser verdichten und sackt dann ab. Das heißt, Sie kriegen Gebäudeschäden und Risse. Sie müssen vor einer solchen Maßnahme ja plausibel machen, dass Sie diese umliegenden Gebäude nicht gefährden. Und wenn Sie dann doch irgendwie Schäden verursachen, dann müssen Sie für den Schaden aufkommen. Und deswegen lohnt es sich, im Vorfeld genaue Untersuchungen zu machen. Und das hat man auch gemacht. Da gab es also eine große Anzahl von Experten, so Hydrologie-Experten, Geologie-Experten, Leute vom Amt für Umweltschutz, vom Landesamt für Geologie, Bergbau und Rohstoffe, vom Land und dann noch verschiedene Leute mit Funktionen bei den Projektbetreibern, bei der Deutschen Bahn, bei den Regierungspräsidien, bei der Stadt Stuttgart, die dann noch Verwaltungs- und Lenkungsfunktionen haben. Insgesamt fast 130 Leute. Die haben in einem Tagungsbereich, also in einem Arbeitskreis Wasserwirtschaft getagt, 120 Mal und haben sich in diesem Tagungsbereich allein in 35 Sitzungen mit dem Grundwasser und dem Mineralwasser und dessen Modellierung auseinandergesetzt. Und das ist jetzt der Hinweis auf das, was rausgekommen ist. Man hat zwei Grundwassermodelle erstellt, diese zwei Grundwassermodelle dann mit der Wirklichkeit verglichen. Das ist so, Sie haben, wenn Sie so ein Modell erstellen, bei Grundwassern auch das Problem, Sie müssen am Computer simulieren und dem Computer entsprechend Ihre physikalischen, hydrologischen Größen, Bodenkenngrößen eingeben und das dann simulieren. Und da sind schon in der Simulation sehr viele Näherungen drin. So genau können Sie eigentlich Ihr Modell nicht aufs erste Mal machen. Deswegen müssen Sie nachher gucken, stimmen meine Ergebnisse? Und dann gehen Sie, wenn Ihre Ergebnisse nicht gut genug sind, gehen Sie nochmal rein in das Modell und verfeinern das, verbessern das, so lange, bis Ihre Modelle die Wirklichkeit wieder abbilden. Und das hat man dann als Ergebnis dieses Arbeitskreises präsentiert, dass man Grundwassermodelle hatte, die in der Lage waren, zum Beispiel die Grundwasserpegelstände, die Piezometerhöhen bei tiefen Grundwasserschichten wie dem Muschelkalkgrundwasser vorherzusagen und entsprechend auch beispielsweise die Quellschüttungsvolumina der Quellen im Maurischen Garten, der Auquelle, der Leutzequelle, im Trend ziemlich gut auf einige Prozent wiederzugeben. Es ist sehr schwer, weil eben gerade dieses Modell sehr groß ist. Der Einzugsbereich geht über das gesamte Stadtgebiet und man hat auch Bohrungen im Bereich des Alpaufstieges und der Neubaustrecke gemacht und hat jetzt diese Zahlen eben in einen Topf geworfen. Aber das waren insgesamt über 500 Bohrungen. Die Unterlagen zu diesen Bohrungen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, sind die öffentlich zugänglich, diese Unterlagen? Da gibt es ein Bohrkataster. Da muss man also an das Landesamt rantreten. Da gibt es sehr viele Daten, die öffentlich sind. Also das, was der Arbeitskreis gemacht hat, da kommt man auch ran. Nur gibt es dann auch noch Bohrungen, die Deutsche Bahn gemacht hat. Und da haben wir jetzt bisher keine besonders transparenten Erfahrungen gemacht. Ich vermute es, aber ich kann das jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen. Auch da, wenn ich Ihnen das sagen könnte, wäre es wahrscheinlich keine Geheimkammer und man müsste da tatsächlich ja mal rein, aber es hat sich ja was ganz anderes ergeben in letzter Zeit. Es gibt ja ganz neuen Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt, nachdem die Bahn in Sachen Umwelt ja auch auskunftspflichtig ist. Es hat vor zwei Wochen ein Anwaltsbüro aus Leipzig in Verbindung mit dem Leipziger Citytunnel erstritten. Wie es da jetzt aussieht, was das jetzt für Konsequenzen haben wird, das wissen wir noch nicht, aber wir schauen da natürlich jetzt genau hin. Das wären natürlich ziemlich schwerwiegende Vorwürfe, wenn das jetzt so stimmen würde. Und es ist natürlich ein sehr heißes Pflaster dazu, was zu sagen, aber
man muss natürlich jetzt in Verbindung mit den Planänderungsanträgen der Bahn hier nochmal ganz genau hinschauen, um nicht in diesen Verdacht zu geraten. Das heißt, man sollte jetzt diese Sache zum Anlass nehmen, wirklich auch nochmal die ganze Maßnahme genau anzuschauen, ob die wirklich so unbedenklich ist. Aber ich muss Ihnen eins sagen, es ist ja aus Sicht der Grundwassermodelle keine rein wasserrechtliche Sache. Denn denken Sie dran, Sie haben ein Modell gemacht, Sie haben die physikalischen Größen, die physikalischen Gesetze einbringen müssen. Dazu gehört auch die sogenannte Kontinuitätsgleichung für die Strömungslehre. Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen Würfel und in diesen Würfel fließt Wasser rein. Dieses Wasser muss auf der anderen Seite wieder raus oder es muss drin bleiben. Wenn aber Ihr Würfel voll mit Wasser ist, dann kann sich entweder in dem Würfel das Druckverhältnis ändern, es wird stärker komprimiert, aber im Wesentlichen muss es wieder raus. Also Sie können natürlich auch nicht in einem Würfel beliebig den Druck auf das Wasser erhöhen. Also sprich, wenn Sie jetzt dieses Modell richtig dargestellt haben und vor allem Sie haben das am Ende validiert, dann müssten Sie eigentlich bis auf einige Prozent Ihre Wasserverhältnisse kennen. Die Wasserbilanzen müssten Ihnen aus dem Modell herauskommen. Und jetzt kann ich das nicht verstehen, wie die Bahn jetzt mit einem Pumpversuch plötzlich mehr als 125% Wasser sieht. Und die beiden anderen Modelle haben das vorher nicht gesehen. Eigentlich hätte man einen solchen Pumpversuch im Rahmen der Validierung dieser Modelle damals schon machen müssen und hätte das damals schon gemerkt, dass viel mehr Wasser da ist. Oder die Modelle haben schlicht und einfach damals gestimmt. Dann ist die Frage, was ist jetzt? Stimmen sie jetzt immer noch oder stimmen sie jetzt nicht mehr? Wenn aber die Modelle jetzt nicht mehr stimmen, dann wird es schwierig mit der Begründung, warum diese Modelle dafür stehen sollen, dass die Heilquellen nicht gefährdet sein sollen. Ja, das ist natürlich so. Man ist natürlich jetzt durch den Vorfall, durch diesen Grundbruch in Köln natürlich von Seiten der öffentlichen Kontrollbehörden vorgewarnt. Wenn Sie nochmal zurückdenken, was in Köln passiert ist, da wurde offenbar, wie jetzt im Nachhinein bekannt wurde, 19 illegale Brunnen betrieben und insgesamt mehr als die doppelte Wassermenge abgepumpt als genehmigt und keiner hat hingeschaut und kontrolliert. Und da sind dann jetzt Effekte eingetreten, die man in den Grundwassermodellieren vermutlich noch vernachlässigen konnte, wie zum Beispiel das Auswaschen des sandigen Bodens, dass man jetzt plötzlich bei erhöhten Wasserentnahmemengen auch das Bodenvolumen eine Rolle spielt, dass man dort abpumpt. Solche Effekte, Vernachlässigungen, die in dem Modell drinstecken, wenn Sie Ihr Modell ändern, müssen Sie diese Vernachlässigung. Ja, genau, da wollte ich jetzt eher darauf raus, dass man jetzt eben sensibilisiert ist für solche Sachen und dass da zu erwarten steht, dass man die Stuttgarter Grundwassermaßnahmen natürlich erheblich genauer überprüfen wird, als jetzt das in Köln geschehen ist. Und damit rechnet man natürlich oder hat man zu rechnen. Und wenn man jetzt eine Baumaßnahme anfängt und es würde sich bei der Kontrolle ergeben, dass das nicht durchführbar ist und man dann eine Änderung genehmigen lassen muss, wird es natürlich erheblich unangenehmer. Also es müssen natürlich die entsprechenden Aufsichtsbehörden kontrollieren. Das Regierungspräsidium, das die Befreiungen, die Maßnahmen genehmigt, muss das auch kontrollieren. Und nach dem Fall in Köln geht man jetzt einfach wohl davon aus, dass man jetzt eben ganz gezwungenermaßen auch kontrolliert wird. Also es ist so, da bin ich jetzt nicht der Experte dafür, aber ich kenne den Experten, der dem das aufgefallen ist und diese Rohre, die da geliefert wurden, würden nach seiner Aussage normalerweise im Fernheizungsbau eingesetzt und nicht zur Bewirtschaftung von Grundwasser. Und er ist der Meinung, dass man damit einen Verstoß gegen den Planfeststellungsbeschluss hätte, weil dort drin steht, dass die eingebauten Rohre Grundwasser geeignet sein müssten. Die müssen also einen Innenkorrosionsschutz haben.
Gemerkt hat er das dadurch, dass die angelieferten Rohre rumlagen auf der Baustelle. Und dann war bei 3 oder 4 die Schutzkappe runtergefallen durch das Anliefern. Und es hat einmal heftig geregnet, sodass das Wasser von der Seite in die Rohre reingelaufen ist. Und nachdem das Wasser dann wieder abgetrocknet war, hat sich innen schon eine Rostschicht gebildet. Ja, da kann ich mich jetzt eigentlich auf den Herrn Laternser selber beziehen. Der hat es am 1. Juli in einem seiner Vorträge vorgezeigt. Es gibt 2 Verwerfungen an dieser Stelle. Eine langgezogene Verwerfung und eine dort beginnende im mittleren Schlossgarten. Und das Kriterium in Stuttgart ist folgendermaßen gefasst, dass ein Kriterium für den Bereich Kernzone der Ausstrich Bochinger Horizont oder Grundgips ist. Und genau zwischen diesen beiden Verwerfungen haben wir Ausstrich Bochinger Horizont und Grundgips. Und das ist pikanterweise genau unter der Baugrube, sodass man anhand dieses Dichtschichtkriteriums, das selber von der Stadt kommt, Ausstrich Bochinger Horizont oder Grundgipsschichten, dort eigentlich eine Kernzone hätte ausweisen müssen. Jetzt habe ich allerdings gehört, dass man der Einfachheit halber dieses ganze Ding nach Flurstücken ausgewiesen hat und die Flurstückgrenze genommen hat. Und der mittlere Schlossgarten ist ein einziges großes Flurstück. Das heißt, nach diesem System mussten Sie den Schlossgarten entweder komplett rein oder komplett rausnehmen. Und dann können Sie sich vorstellen, was das bedeutet hätte. Es ging wirklich darum, Bohrkerne zu analysieren und die Bodenverhältnisse kennenzulernen, weil man ja aus den Bodenverhältnissen natürlich auch feststellen muss, wie viel Wasser so ein Boden leiten und durchlassen kann. Ich muss gerade noch was sagen zu den Flurstücken. Genau. Ich meine, man hätte natürlich auch jederzeit sagen können, ja, weil das Flurstück so groß ist, halten wir uns eben nicht an die Flurstückgrenzen, sondern wir legen unsere Kernzonengrenzen rein nach geologischen Erfordernissen fest. Dann hätte man ungefähr 1/3 des mittleren Schlossgartens in die Kernzone noch mit reinnehmen müssen. Darf ich nachfragen, hätte das bedeutet, dass die Baufläche für diesen Bahnhof komplett in der Kernzone gelegen hätte? Sie wäre zumindest im Bereich zwischen der Straße am Schlossgarten und etwa dieses Standbild, diese Statue ist, so am Landespavillon, in diesem Bereich zumindest wäre Kernzone erforderlich gewesen. Ja, da ist natürlich, da bin ich jetzt natürlich nicht der Bauexperte dazu, aber es geht grob in die Richtung, natürlich Kosten, es ist erheblich teurer und in Köln, das war ja eine U-Bahn-Baumaßnahme und natürlich können Sie auch unter Wasser nicht so gezielt betonieren, wie wenn Sie jetzt kein Wasser hätten. Das macht das Ganze teurer, weil Sie auch einen Spezialbeton brauchen, der unter Wasser trotzdem aushärtet und verarbeitbar sein muss. Und natürlich ist es so, dass dadurch auch ein gewisser Stoffaustausch mit dem Grundwasser stattfindet, der natürlich auch Schadstoffe zurücklässt. Und da müssen Sie aber, wie das sich genau verhält, jetzt den Fachmann fragen, der Ihnen das genau sagen kann. Es ist so, dass eigentlich das Mineralwasser nicht unmittelbar berührt. Das wäre jetzt von der Heilquellenschutzverordnung völlig undenkbar. Sondern eigentlich gilt, Grundgipsschichten für Baumaßnahmen dürfen auch in der Kernzone nicht angetastet werden. Jetzt gibt es aber noch ein Bauwerk, das unter dem Bahnhof durchgeht, nämlich der Nesenbach muss verlegt werden. Und da gibt es in diesem Bereich ein Dükerbauwerk, wo die Grundgipsschichten dazu aufgegraben werden müssen. Es bleiben nach den Informationen, die das Planfeststellungsverfahren herausgegeben hat, etwa 4 bis 7 Meter Grundgipsschichten noch übrig. Man hat aber jetzt wohl Bedenken, dass man hier das Mineralwasser gefährden könnte, weil man nämlich diese
Baumaßnahme unter Druckluft von bis zu 3,5 Bar ausführen möchte, um natürlich zu verhindern, dass hier ein Mineralwasseraufbruch passiert. Und man hat auch in dem Band des Amtes für Umweltschutz, technischer Heilquellenschutz, alles schon aufgezeigt, was man als Gefährdungsszenarien als möglich sieht und gezeigt dadurch, dass man das ja technisch alles im Griff hat. Also die Grundgipsschicht ist der nächste Grundwassernichtleiter. Das ist quasi so eine grundwasserdichtende Schicht. Das ist auch noch nicht ganz gesichert. Es ist normalerweise so, dass da jetzt noch die Unterkäuberschichten kommen. Das geht dann noch einmal eine Weile runter, noch mal 10, 12 Meter oder noch ein bisschen weiter. Und erst dann kommt der Muschelkalk und in dem Muschelkalk steht normalerweise erst das unter Druck stehende Mineralwasser. Jetzt ist es aber bekannt aus Grundwassermessstellen und auch in den Grundwassermodellen, die der Arbeitskreis Wasserwirtschaft erarbeitet hat, abgebildet, dass es durchaus im Unterkäuber auch bereits Wasser gibt. Und sonst würden sich ja auch nicht erklären lassen, warum durch diese Baumaßnahmen, Grundwassermaßnahme laut Ergebnissen, Simulationen des Arbeitskreises Wasserwirtschaft, die Quellschüttungsvolumina der gefassten Quellen um 8 Liter zurückgehen würde pro Sekunde, wenn Sie diese Grundwassermaßnahme nicht machen, und nur um etwa 4 Liter pro Sekunde, wenn Sie diese Grundwassermaßnahme in optimierter Form machen. Grundwassermanagement, also dieses Abpumpen aus der Baugrube mit großflächiger und großräumiger Reinfiltration. So könnte man sich das dann wahrscheinlich vorstellen. Nun muss man bedenken, dass die Grundwasserabsenkung bis zu einer Tiefe von etwa 10 bis 12 Meter geplant sind. Und Sie können sich dann vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist, in einer Wassertiefe von 10, 12 oder 14 Meter einen Betonboden gießen zu müssen. Da brauchen Sie wahrscheinlich sehr viel Zeit und Kosten dazu. Gibt es überhaupt erst einmal grundsätzliche Überlegungen, wie man Leistungsfähigkeit denn eigentlich misst? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also zurzeit hört man immer nur davon, dass es sich um eine bestimmte Zugzahl handelt, die pro Stunde durch einen Bahnhof fährt. Und das wird dann nach außen hin als Leistungsfähigkeit betrieben. Es zählen aber jetzt für den Bahnbenutzer auch noch andere Faktoren. Die Bahn selber, die möchte natürlich wirtschaftlich abwickeln, also je mehr Züge da durchrauschen, umso mehr Fahrgäste, so rechnet man da, und umso mehr Geld- und Fahrgeldeinnahmen fließen. Jetzt möchte der Bahnfahrer aber unter Umständen was anderes. Der möchte die Bahn benutzen, es soll bequem sein. Er möchte zum Beispiel umsteigen, möchte Anschlüsse haben, möchte zuverlässig bedient werden und so weiter. Das Ganze steckt man dann gern immer rein in den Bereich Betriebsqualität. Und das ist eigentlich die Kritik, die man grundsätzlich mal anbringen müsste, dass man einen Bahnhof nicht nur danach beurteilen sollte. Die Leistungsfähigkeit erkennt man nicht nur daran, wie viele Züge man jetzt pro Stunde durch einen Bahnhof klopft, sondern man erkennt es auch daran, wie viele Züge sich in dem Bahnhof denn aufeinander abstimmen lassen. Denn sie möchten ja auch umsteigen. Und wenn sie jetzt schnell im Bahnhof durchrauschen, müssen dann nachher 40 Minuten auf ihren Anschluss warten, wäre es vielleicht besser, sie würden ein bisschen langsamer fahren und haben dann nach 10 Minuten ihren Anschlusszug, eine halbe Stunde auf der Strecke. Das gewinnen sie nur auf ganz wenigen Strecken. Also da gibt es eine sehr prominente Persönlichkeit, die in der Eisenbahnrevue International letztens einen Artikel dazu geschrieben hat. Das ist der Professor Hesse von der Uni Marburg. Der
zeigt oder weist nach, dass in Stuttgart so ein Taktknoten mit dem bestehenden Bahnhof ginge. Man müsste ihn allerdings in den Zulaufstrecken etwas ausbauen, damit man in den Knotenzeiten die Züge auch schnell genug in den Bahnhof reinkriegt, damit die Leute nicht zu lange warten müssen, bis ihr Zug wieder abfährt. Die Grundidee ist die, dass sie an bestimmten Knoten, die sternförmig nach außen gehen ins Umland, ja eine Vielzahl von Zügen haben, die in einen Knotenbahnhof fahren. In Stuttgart sind es etwa 10 verschiedene Richtungen. Und wenn Sie jetzt überlegen, Sie kommen aus der Richtung 1 an und möchten in die Richtung 5 weiterfahren, dann in einem Durchgangsbahnhof kommt der Zug rein, fährt wieder raus und irgendwann später kommt der Zug aus Richtung 4 in die Richtung 5. Und das kann jetzt sein, wenn Sie Glück haben, kommt er gleich als nächstes und Sie können dann weiterfahren. Aber wenn Sie Pech haben, ist Ihr Zug gerade der Anschlusszug des anderen und Sie fahren dem hinterdrein und verpassen diesen Anschluss wegen 5 Minuten. Die Idee des integralen Taktfahrplans ist jetzt die, dass Sie, egal aus welcher Richtung Sie kommen und egal in welche Richtung Sie fahren wollen, in diesem Knotenbahnhof immer einen guten Anschluss haben sollen. Denn ich habe es gerade ja erwähnt, Sie können durch Warten auf Ihren Anschluss viel mehr Zeit verlieren, wie Sie auf einer Strecke durch einen schnellfahrenden Zug gewinnen können. Und das haben zum Beispiel die Schweizer Bahnen mittlerweile erkannt und die arbeiten seit 20 Jahren jetzt auf so einen Taktfahrplan hin und analysieren ihre ganze Streckennetz in diese Richtung, ob integrale Taktknoten gehen. Und die haben diese Erfahrung gemacht und jetzt gucken Sie, wie viele Leute in der Schweiz die Bahn nutzen, gesehen an der Bevölkerung, wie viel Bahnverkehr, wie viel Bahnkilometer jede Person in der Schweiz pro Jahr zurücklegt und in Deutschland, dann ist das ein erheblicher Unterschied. Das ist so natürlich nicht 1:1 vergleichbar, da kommen noch andere Faktoren, aber es ist ein Merkmal, ein Qualitätsmerkmal. Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen. Ich fahre jetzt nach Stuttgart und will in eine andere Richtung umsteigen. Erwische ich dann Anschluss oder nicht? Sondern Sie können sicher sein, wenn ich jetzt mit meinem Zug hier nach Stuttgart fahre, dann habe ich in Stuttgart auch einen Anschluss. Der integrale Taktfahrplan umfasst die Fernzüge und die Nahverkehrszüge. Der ist für die Regionalbahnen, für die Regionalexpress, für die ICs und für die ICEs. Das heißt, dadurch ist er integriert. Wir haben nämlich in Stuttgart heute schon einen Taktfahrplan. Das ist der Drei-Löwen-Takt. Der Drei-Löwen-Takt ist allerdings nur im Regionalzugverkehr. Das sieht man heute, wenn man so nach der geraden Stunde, so zwischen 18 Uhr und 18.10 Uhr beispielsweise, durch den Bahnhof läuft, sehen Sie, dass da normalerweise 10, 11 Gleise belegt sind und dass da die ganzen Regionalzüge dann kurz darauf nach der Viertelstunde abfahren. Dieser Drei-Löwen-Takt ist der heutige, teilweise realisierte Taktfahrplan. Das ist so, dass der Drei-Löwen-Takt eigentlich das Grundangebot abbildet. Das heißt, die Grundtaktzüge sind in diesem Drei-Löwen-Takt und das gilt praktisch den ganzen Tag, solange dieses Grundangebot angeboten wird. Und die Verstärkerfahrten in den Hauptverkehrszeiten, die fallen dann unter Umständen raus, weil da muss man dann ein größeres Platzangebot schaffen und da werden dann eben die Taktzeiten einfach halbiert. Da fährt dann der Zug nicht alle halbe, sondern alle Viertelstunde und da ist dann nicht gewährleistet, dass man mit dem Verstärkerzug dann ein entsprechendes Anschlussangebot bekommt, weil ja diese Verstärkerzüge morgens eher nach Stuttgart reinfahren und in Stuttgart enden und abends tendenziell eher aus Stuttgart nach außen wieder und dann an den Außen Bahnhöfen enden. Nein, das ist nicht so. Man muss ja auch den Verkehrsstrom etwas entflechten. Also man kann nicht die Züge unendlich lang machen, sondern man hat ja auch an anderen Stellen Verstärkung, wie zum Beispiel im Busverkehr hat man ja auch dichtere Takte. Es kommen mehr Leute und
die muss man so oder sollte man tunlichst so nach und nach mitnehmen und nicht dann ja, halbstunden oder stundenweise warten lassen. Das ist jetzt sehr weit gefasst. Also wir vielleicht doch mal zurück nochmal zum integralen Taktfahrplan. Wenn Sie einen integralen Taktfahrplan anbieten wollen, dann brauchen Sie im Bahnhof natürlich so viele Gleise, wie Sie Linien anbieten. Und es gibt heute 10, 11 Linien, die man hat, und dann noch die Fernzüge dazu. Der Professor Hesse bringt die Aussage in seinem Artikel, dass man für Stuttgart einen Bahnhof mit 13 bis 14 Gleisen benötigt, um einen integralen Taktfahrplan umzusetzen. Es gibt 10 verschiedene Richtungen und dann gibt es auch entsprechende Regionalzüge. Die ein oder andere Variante gibt es da dann nochmal. Es gibt Züge, die fahren nur alle 2 Stunden. Es gibt Züge, die fahren jede Stunde. Dann gibt es nach Tübingen zum Beispiel normale Regionalzüge und Expressregionalzüge, die dann auch entsprechend zu behandeln sind. Das heißt, Taktknoten Stuttgart wäre dann möglich und dann ist die ganzen, den Takt kann man dann nach außen tragen in das Umland und kann dann natürlich da auch feste Taktzeiten konstruieren und den Fahrplan entsprechend an den integralen Taktfahrplan Stuttgart anpassen. So gibt sich dann landesweit ein gewisser Taktfahrplan, wo Sie diese guten Anschlüsse in Stuttgart auch auf das Land hinaus transportieren können. Stuttgart 21 hat ein anderes Taktkonzept, das versteht man unter dem Stichwort der schnellen Züge und durchgebundenen Linien. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben also 10 Linien, 11 Linien, ja, es sind 10 Linien, die durch Stuttgart durchfahren wollen, aber Sie haben in jede Richtung immer nur 4 Gleise. Das bedeutet, Sie müssen eigentlich jedes Ende bedienen, müssten eigentlich 10 Gleise plus die Fernverkehr, 12 oder auch 14 Gleise, je nach Fernverkehrsangebot gleichzeitig haben. Das geht in dem Tiefbahnhof nicht. Und deswegen müssten Sie diese Züge hintereinander wegfahren lassen. Also das heißt nach und nach, so stellen Sie sich vor, wie bei der Straßenbahn eben. Da kommt eben eine Linie, dann kommt ein paar Minuten später die nächste, ein paar Minuten später wieder die nächste. Und so müssen Sie das in Stuttgart machen. Sie können in Stuttgart im Wesentlichen nichts anderes machen und Sie werden auch in Zukunft nichts anderes machen können, wenn auch vielleicht irgendwann mal Ihre Züge länger werden müssen, dass Ihre Züge zu lang sind, um die Bahnsteige doppelt zu belegen, weil die Fahrgastzahlen zu sehr zunehmen. Ich habe ja mal gelesen, es soll durch Stuttgart 21 ein Fahrgastzuwachs von 80% im Regionalverkehr kommen. Das wurde irgendwann einmal in der frühen Zeit versprochen. Das sei so toll, das Projekt, dass plötzlich alle Welt mit dem Zug fahren will. Und wenn Sie das dann aber machen, dann gibt es wahrscheinlich irgendwann Schwierigkeiten mit den Zuglängen, dass jetzt nicht einmal mehr diese hochgepriesenen Doppelbelegungen in Stuttgart im Tiefbahnhof machen können. Doppelbelegung, die ja heute im Kopfbahnhof eigentlich schon seit 1971 möglich sind. Sie fahren mit 2 Zügen am gleichen Gleis weg. Die dann später irgendwo geteilt werden? Oder nein, wie? Nein, das sind 2 Züge. Der eine steht vorne am Gleis, der andere steht hinten am Gleis. Ist in der Regel ein Merkmal dessen, dass die Infrastruktur knapp bemessen ist. Und es wird an anderen Bahnhöfen auch gemacht, aber normalerweise nur sehr selten. Und es wird normalerweise, wo es geht, vermieden. Also es ist so, da muss man, das hat auch eine lange Geschichte, das hat man ganz unterschiedlich gemacht. Man hat zeitweise Ankünfte von Zügen und Abfahrten von Zügen immer extra gerechnet und auch die in der Projektbegründung wurden teilweise dort sehr unsauber agiert. Da wurde dann versprochen, über 1000 Züge mit Stuttgart 21, aber letztlich waren das Ankünfte und Abfahrten,
die dann dort teilweise gemischt gezählt wurde. Und man musste sich auf dieses Verfahren erst einigen und der Herr Hopfensitz hat es in einem Vortrag noch einmal festgehalten, wie man das zählen sollte, nämlich nach den Richtlinien der Deutschen Bahn ist es so, dass ein ankommender Zug, der dann in den Abstellbahnhof fährt, wird als ein Zug gerechnet, ein Zug, der aus dem Abstellbahnhof kommt und dann ein Ziel anfährt, wird als ein Zug gerechnet und Züge, die aus einer Richtung A kommen und in eine Richtung B weiterfahren, werden auch nur als ein Zug gezählt. Ja, wir sagen immer gerne K20 dazu, zu dem momentan bestehenden Bahnhof. Und da wird uns ja kommuniziert, dass da die Leistungsgrenze bei 37 oder 38 Zügen läge. Das ist natürlich jetzt eine ganz interessante Sache. Und Sie hören ja eigentlich, je nachdem, wenn Sie fragen, immer eine andere Zahl. Die Bahn stellt es im Moment so dar, als sei mit 37 oder 38 Zügen pro Stunde die absolute Kapazitätsgrenze erreicht. Das ist natürlich eine ganz interessante Sache. Nachdem wir die Bahnhofsverordnung ausgewertet haben, sind wir beim Zählen auf 40 bis 41 Züge gekommen. Allerdings muss man dazu sagen, dass zurzeit aufgrund von Bauarbeiten im Stuttgarter Hauptbahnhof ja gar nicht alle Gleise benutzbar sind. Also zumindest haben sie zwei Gleise weniger. Sie fahren jetzt gerade 40 bis 41 Züge mit 15 Gleisen. Und insofern ist es schon ein bisschen befremdlich, wenn man dann nach außen die Zahl 37 kommuniziert bekommt und dann sagt ja 49, das ist 30% Zunahme an Leistungsfähigkeit. Nein, das ist 30% mehr Zugverkehr, als man dem heutigen Bahnhof abverlangt. Interessant würde es wirklich erst dann werden, wenn man eine Leistungsfähigkeitsstudie machen würde, die mal überhaupt erst ermittelt, wie viel der jetzt bestehende Kopfbahnhof an Zügen überhaupt abfertigen kann. Das hätte ich eigentlich jetzt auch so gedacht, dass man zunächst einmal feststellt, ja, wie viel können wir denn eigentlich? Und sich dann hinterher die Frage stellen, ja, brauchen wir denn überhaupt einen neuen Bahnhof? Weil interessanterweise war es in der Schlichtung, sogenannten Schlichtung, so, dass man ja irgendwann bei dem Vorführen des K21-Betriebskonzeptes ja nachgewiesen hat, dass man mit ein paar sparsamen Ausbaumaßnahmen des Kopfbahnhofs nachher 52 Züge in der Stunde in sehr guter Betriebsqualität nachweisen konnte und die Deutsche Bahn musste zugeben, dass dieser Fahrplan auch bahntechnisch fahrbar ist. Und interessant war dann der Einwand des damaligen Verkehrsministeriums, die gesagt haben, ja, es ist ja gar nicht sicher, ob wir diese hohe Zugzahl für Stuttgart überhaupt brauchen in der Zukunft, weil ja der Bevölkerungsstand ja zurückgehen würde. Also bräuchten wir so viele Züge gar nicht. Ich würde jetzt eher die Frage stellen, ja, wenn aber doch die Zahl der Bevölkerung ohnehin zurückgeht und wir anzweifeln, dass wir diese 52 Züge brauchen und dann den Ausbau des Kopfbahnhofs damit anzweifeln, dann müssen wir doch gleich auch anzweifeln, ob wir diesen neuen Bahnhof überhaupt brauchen. Weil dann glaube ich, wenn wir den jetzigen nicht ausbauen müssten, dann würde der uns auch reichen. Ja, vor allem habe ich ja jetzt auch noch gar nicht von Leistungsfähigkeit gesprochen. Wie gesagt, die Leistungsfähigkeit, die wahre Leistungsfähigkeit hat bisher kein Mensch ermittelt. Das müsste man dringend tun. Aber Sie sehen, dass die Bahn nach außen hin eine Zahl kommuniziert
Und wenn man ihr dann auf die Finger schaut, dann macht sie eigentlich was ganz anderes, weil sie fährt eigentlich mehr Züge, als nach ihrer eigenen Aussage gehen, und das in einer durch Baumaßnahmen beeinträchtigten Infrastruktur. Das wäre also schon interessant. Wenn wir jetzt einfach danach gehen und die Lücken in der Bahnsteigbelegung anschauen, dann würde ohne weiteres noch 5, 6, 7 Züge mehr reingehen, einfach ohne dass die Züge in der Gleisbelegung überhaupt dichter zusammenrücken müssten. Ja, die Überwerfungsbauwerke und so, die wir jetzt ja favorisieren würden, da fällt eine Brücke im Gleisvorfeld, und dann müsste man in den technischen Anlagen investieren, zum Beispiel elektronisches Stellwerk und so weiter. Aber das sind ja Dinge, die Sie jetzt im Zuge der Bahnsteigvorverlegung ja ohnehin schon machen und damit eigentlich ja schon einen guten Beitrag leisten würden, um das Gleisvorfeld des Kopfbahnhofes zu sanieren. Mit dem Unterschied, dass man das, was man jetzt investiert in das Gleisvorfeld, in 10 Jahren mit Stuttgart 21 einfach wieder abreißen will. Ja, den Baufirmen ist es eigentlich egal, was sie bauen. Hauptsache, sie bauen was. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Baufirmen auch gerne etwas anderes bauen würden. Hauptsache, sie müssten nicht gegen den Widerstand der Stuttgarter Bürger bauen. Stellen Sie mal die Frage, die wirklich die wahre Frage nach der Zukunftsfähigkeit. Die Zukunftsfähigkeit eines Projektes ist doch daran zu messen, dass wir für die Aufgaben der Zukunft vorbereitet sind. Wir wissen ja heute noch nicht, wie der Bahnverkehr in 50 Jahren sich verändern wird. Vielleicht brauchen wir viel höhere Kapazitäten. Vielleicht stellt sich auch raus, dass das heute favorisierte Fahrplankonzept der durchgebundenen Linien und schnellen Zügen in der Zukunft gar nicht diesen Nutzen bringt, der ihm zugeschrieben wird, sondern dass wir wieder zum alten Betriebskonzept zurückkehren, das wir zurzeit haben, mit den beginnenden und endenden Zügen und der Vertaktung. Es sieht eher so aus, dass die Vertaktung das überlegene Konzept ist und dass sie da die Reisenden im ganzen Land damit besser bedienen können als durch ein paar schnelle Züge, auf die sie nachher ihren ganzen Bahnhof ausrichten. Und das andere ist die Frage nach der Flexibilität ihrer Infrastruktur. Wir können mit dem bestehenden Kopfbahnhof ohne weiteres verschiedene Betriebskonzepte realisieren. Wir können genauso durchgebundene Linien fahren. Das wird auch heute schon gemacht. Nur wird heute ein Fahrplan umgesetzt, der nach Ansicht der Landesnahverkehrsgesellschaften ein sinnvoller Fahrplan ist. Und wenn diese durchgebundenen Linien an dem Verkehrsaufkommen gerechnet werden, dann könnte man das heute ohne weiteres schon tun. Und man sieht ja auch, dass es solche Linien gibt. Es gibt Linien, die von Heilbronn kommen, in Richtung Ulm weiterfahren oder auch aus Richtung Karlsruhe und dann in eine andere Richtung, also auf den Hauptstrecken eine Durchmesserlinie. Gleichwohl gibt es auch Gäubahnlinien, die dann immer nach Stuttgart reinfahren und dann wieder an ihren Ausgangspunkt zurück. Und der Kopfbahnhof lässt das zu. Sie können aber, wenn Sie jetzt das Stuttgart 21 bauen, hinterher wahrscheinlich nicht mehr zu diesem heutigen Betriebskonzept zurück, sondern sind immer auf das Konzept der durchgebundenen Züge und der schnellen Linien festgelegt. Andererseits bauen Sie so ein Projekt doch auf 50 oder 100 Jahre oder sogar noch mehr. Und wenn Sie jetzt heute etwas bauen, von dem Sie nicht wissen, was in Zukunft daraus wird, dann ist das doch eigentlich ein Schwachpunkt. Und dann kommt noch was hinzu. Wenn Sie feststellen, Sie haben zu viele Fahrgäste und Ihre Zugkapazität reicht nicht mehr, dann müssen Sie ja noch zubauen, sie müssen ausbauen können.
Und jetzt überlegen Sie sich gerade und erinnern Sie sich an die Diskussion mit dem 9. und 10. Gleis und sehen, dass da schon es wohl erhebliche Schwierigkeiten bereiten würde. Einfach ein 9. und 10. Gleis, ganz abgesehen davon, dass Ihnen das wegen der Engstelle Ihrer Zuglaufstrecken überhaupt nichts bringt, um mehr Züge fahren zu lassen. Sie könnten einfach nur die Flexibilität im Bahnhof ein bisschen erhöhen. Sie müssten bei höherer Zugzahl natürlich auch die Zulaufstrecken ausbauen. Das heißt also, ein drittes Gleis in Richtung Flughafen oder ein drittes Gleis in Richtung Feuerbach, Zuffenhausen. Stellen Sie sich das einmal vor. Wie würden Sie das in die vorhandene Infrastruktur einbinden? Wie würden Sie diese Tunnel dann nachträglich dazu bauen? Und wie sieht es dann hinterher mit der betrieblichen Erreichbarkeit aus? Sie haben dann nachher eine dreigleisige Strecke. Es ist auch wieder eine gewisse Asymmetrie, die Sie haben. Das heißt, Sie möchten in dem Fall wahrscheinlich nicht ein drittes Gleis bauen, sondern gleich viergleisig. Und jetzt kommt das Gleiche wieder, dann haben Sie keine Möglichkeit mehr, dieses dritte und vierte Gleis über ein Bahnhofskopf in das Gleisvorfeld und die Weichenbereiche in die Bahnsteige adäquat einzufädeln. Also da sind irgendwo Grenzen gesetzt und deswegen wird es da relativ schwierig zu sagen, das Projekt sei in diesem Szenario vollständig zukunftsfähig. Es hat sich schon herausgestellt, dass der Bahnhof ein Nadelöhr teilweise darstellen kann. Das hat die Schweizer Firma SMA schon herausgefunden in einem internen Bericht. Da stand nämlich das Linienkonzept der Landesnahverkehrsgesellschaft zur Debatte. Und da hat Schweizer SMA herausgefunden, dass es zu Fahrstraßenkonflikten im Tiefbahnhof kommt und dass man dieses Linienkonzept mit dem Bahnhof so nicht fahren kann. Und daraufhin wurde das Linienkonzept geändert. Und im Ergebnis haben wir heute eine durchgebundene Linie von Ulm über Stuttgart nach Aalen. Das heißt, Sie können mit dieser Linie 8 von Ulm über Stuttgart nach Aalen in 2,5 Stunden etwa umsteigefrei von Ulm nach Aalen kommen. Sie können einfach die direkte Linie fahren, es sind vielleicht 40, 50 Kilometer und da gibt es auch einen Direktzug. Also da braucht man nicht über Stuttgart zu fahren. Also es ist natürlich Stuttgart ein bisschen mit der Topografie ein bisschen schwierig für so eine Ringbahn. Das Konzept K21 hat aber da eine gewisse Vorüberlegung enthalten. Und zwar möchte man natürlich auch den Flughafen gut anbinden. Natürlich sagt man, dass bei K21 ein ICE halt im Flughafen nicht besonders viel Gewinn bringt. Das merkt man auch an dem Stuttgart 21 Konzept. Da ist nämlich der ICE halt am Flughafen nur alle 2 Stunden vorgesehen, weil der ja auch Zeit kostet. Und der ICE halt am Flughafen kostet erheblich mehr Zeit, als der Tiefbahnhof Zeitgewinn bringen soll. Also die Fahrzeiten der ICEs, wenn unterstellt, dass die Neubaustrecke gebaut wird, wären die Fahrzeiten der ICEs von Ulm nach Stuttgart bei beiden Konzepten in etwa gleich. Der ICE, der am Flughafen hält, wäre ein paar, 2, 3, 4 Minuten länger unterwegs. Aber ansonsten wäre es gleich. K21 hat vor, wenn der Flughafen wirklich so wichtig ist, könnte man eigentlich morgen beschließen, dass man eine Express-S-Bahn vom Stuttgarter Hauptbahnhof haben will, die den Flughafen ohne viele Zwischenhalte erreicht. Die könnte aus der Bahnhofshalle heraus über die Gäubahn an den Flughafen fahren, würde etwa eine Fahrzeit von 18 Minuten haben. Wenn man jetzt keinen Zwischenhalt hat, vielleicht geht es auch in 17 Minuten. Wenn man jetzt in Vaihingen einen Zwischenhalt einplanen würde und gleichzeitig einen
Regionalzugverkehr einen Haltepunkt Vaihingen realisieren würde, dann könnte man auch die ganze Gäubahnregion bis Singen an Bodensee hinunter schon das Umsteigen in Vaihingen an den Flughafen ermöglichen und würde den Leuten Zeitgewinne von über einer halben Stunde damit. Man kommuniziert den Leuten ja immer nur, ja, mit Stuttgart 21 seid ihr 40 Minuten schneller am Flughafen. Aber wenn man jetzt in Vaihingen umsteigen könnte, dann wäre diese Zeitgewinne Geschichte. Das kommt natürlich auf das Flughafenangebot an, ob ihr Flugzeug, das Sie nehmen wollen, jetzt vom einen oder anderen Flughafen. Und natürlich, je weiter südlich Sie sind, von Singen aus fahren die mit Sicherheit auch genauso gern nach Zürich. Von Herrenberg ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Von Herrenberg wäre allerdings das Problem auch nicht mehr so schlimm, weil da steigen Sie vielleicht dann in die S-Bahn und die hält ja in Vaihingen. Da können Sie sogar in Rohr schon umsteigen. Aber südlich zwischen Herrenberg und vielleicht Rottweil oder so, da gibt es mit Sicherheit auch Leute. Es gibt mit Sicherheit auch Pendler, die am Flughafen beschäftigt sind und für die das attraktiv wäre. Nein, noch nicht. Die fährt ja nur bestehende Strecken bisher über die Gäubahn hoch. Jetzt hat der K21 als Konzept einen Baustein, der eine Neckartalauffahrt beinhaltet, von Stuttgart-Hedelfingen Industriegebiet auf die Fildern hoch und bei Scharnhausen an der Autobahn entlang. Und ein zweites Stück, das vom Flughafenbahnhof weitergeht und diese Neckartalauffahrt dann erschließt. Das heißt, Sie können dann von Flughafen Ihren Regionalzug nach Ulm fahren lassen. Der würde dann 27, 28 Minuten vom Flughafen-Terminal bis Ulm brauchen. Ich würde dann auch über die Schnellstrecke fahren. Das heißt, Sie werden dann mit der Fahrzeit der ICE würde brauchen, mit dem ICE halt alle 2 Stunden, etwa 24 Minuten von Ulm bis zum Bahnhof Flughafen Messe. Der Bahnhof Flughafen Messe, da wissen wir noch nicht, wie der aussieht, weil ja die Planungseingaben der Deutschen Bahn jetzt zum wiederholten Mal vom Eisenbahnbundesamt zurückgewiesen wurde, weil sie noch nicht die erforderliche Planungsreife hätten. Aber wir haben Informationen, dass man so um die 30 Meter unter der Erde wäre und dass man natürlich dann eine gewisse Zeit braucht, um, wenn man vom Zug ausgestiegen ist, am Flughafen zu sein. Wir schätzen, dass sie mit Gepäck, mit Koffern ohne weiteres 10 Minuten einrechnen können, um vom Zug dann auf den Flughafen zu kommen. Das wäre der Vorteil mit dem Konzept Kopfbahnhof 21. Da würden Sie sich in den Regionalzug setzen, könnten in 27 oder 28 Minuten an den Flughafen fahren und Ihr Regionalzug würde da halten können, wo heute die S-Bahn hält. Der würde dann von Ulm, Flughafen, Stuttgart-Vaihingen und über die Gäubahn fahren. Wenn Sie ganz schnell nach Stuttgart wollen, nehmen Sie den ICE, der fährt dann über diese Hedelfingerstrecke. Und dann gibt es noch Zugfahrmöglichkeiten, beispielsweise an dieser Scharnhäuser Kurve, die auch ein Baustein von Kopfbahnhof 21 ist. Und das wäre dann der Ringschluss. Das heißt, da könnten Sie dann mit einer S-Bahn auf der einen Seite hoch durch den S-Bahn-Tunnel, durch die Stammstrecke oder über die Gäubahn, über den Flughafen und dann über die Scharnhäuser Kurve, über das Neckartal wieder zurück und über Bad Cannstatt dann wieder in den Hauptbahnhof rein. Das ist auch einer der Bausteine von Kopfbahnhof 21. Herr Marlock, da draußen im Land gibt es ganz viele, die wollen, dass dieses Stuttgart 21 nicht gebaut wird. Die aber, je länger dieser Abwehrkampf geht, immer häufiger auch ins Zweifeln geraten. Was kann man diesen Leuten draußen sagen? Was kann man denen Hoffnungsspendendes? Ja, das ist auch eine schwierige Frage, aber wir müssen bedenken, wenn dieses gebaut wird, können wir irgendwann nicht mehr zurück.
Und wenn wir hinterher bei der Inbetriebnahme feststellen, dass die ganzen Versprechungen, die man gemacht hat, dass die sich eigentlich als übertrieben oder nicht zutreffend erweisen, dann haben wir vollendete Tatsachen. Und es lohnt sich jetzt, sich zu beteiligen und das alles zu hinterfragen. Das tun wir auch tagtäglich. Beispielsweise haben wir jetzt vergangene Woche auch den landesweiten Fahrplan von Stuttgart 21 bekommen und den werden wir jetzt gerade aus. Und gemäß dieses Fahrplanes sieht es so aus im Moment, es ist jetzt aber noch kein belastbares Zwischenergebnis, aber es sieht so aus, als gäbe es tatsächlich einzelne Strecken, für die Stuttgart 21 eine effektive Beschleunigung bedeutet. Vor allem verdächtig sind da diese Zugstrecken, die später mal durchgebunden sind, wo sie dann ohne Umsteigen fahren kann. Ohne Umsteigen ist immer ein bisschen schneller wie Taktfahrplan. Da rechnen Sie, diese Züge haben dann einen Aufenthalt in Stuttgart von 4 Minuten bis 12 Minuten, je nachdem, was für eine Zuglinie das ist. Aber die Züge, die 12 Minuten in Stuttgart 21 tief stehen, die haben auch keinen Fahrzeitgewinn mehr gegenüber Kopfbahnhof 21. Aber es sieht so aus, als würde diese Vorteile für diese wenigen Bahnhöfe durch flächendeckende Nachteile im ganzen Land erkauft. Das heißt, es sind dann kleine Nebenbahnen, die so von einem Mittelzentrum dann noch das Land erschließen. Und die haben jetzt nicht mehr die Anschlussmöglichkeiten an die Hauptlinien, weil die Hauptlinien können ja nicht mehr verkehren, wenn die Nebenbahnen gute Anschlüsse haben, sondern die müssen dann verkehren, wenn sie in Stuttgart in den Tiefbahnhof passen. Und da sieht es so aus, als würde das erkauft durch flächendeckende Anschlussverschlechterungen im ländlichen Bahnverkehr. Und das ist eine Sache, da sollten eigentlich die Leute, die weit weg von Stuttgart wohnen, hellhörig werden, denn Stuttgart 21 betrifft sie hier an der Stelle. Herr Mollock, wir bedanken uns. Bis zum nächsten Mal.